Ja, Mart, fast Halbzeit im Trainingslager. Im Winter bist du wieder eingestiegen nach langer Verletzungspause. Heute auch dein erstes Spiel, Testspiel gegeben seit April. Wie fühlst du dich? Ja, aktuell ziemlich müde, ziemlich kaputt. Aber es überwiegt die Freude, dass endlich gekommen ist, der Moment wieder auf dem Platz zu stehen, mit den Jungs Trikot überstreifen. Von daher bin ich einfach nur froh, schmerzfrei, keine Probleme. Von daher könnte aktuell nicht besser sein. Ja, die Hälfte vom Trainingslager liegt fast schon hinter uns. Wie fällt so dein Zwischenfazit aus von den ersten Tagen? Gut, wir haben keine Verletzten, also schwere Verletzten. Klar, Problemchen hat jeder vielleicht ein bisschen, der eine mehr, der andere weniger. Wir sind gut durchgekommen, wir arbeiten hart, wir arbeiten viel, wir arbeiten an Dingen, die uns die Hinrunde vielleicht begleitet haben, die uns den einen oder anderen Punkt auch gekostet haben vielleicht. Von daher sehr zufrieden, jeder zieht mit, es gibt keine Ausreißer. Ich glaube, das Trainerteam bestätigt das Ganze, dass jeder Einzelne hier das abruft, was von ihm verlangt wird. Jeder an sich arbeitet, Tag ein, Tag aus, von Spieler bis Therapeuten und Trainer, so wie euch als Abteilung. Funktioniert alles, einwandfrei, Hotel super, Anlage super, gibt nichts zu nörgeln. Danke dir. Ja, Danny, das erste Testspiel im Trainingslager liegt hinter uns. Ein 2:2 gegen den Zweitligisten aus Rumänien. Wie hast du das Spiel heute empfunden? Was ist so dein Statement? Ja, man muss erst mal sehen, das war das erste Spiel nach vielen, vielen Wochen. Das ist schon mal nicht so einfach für die Jungs. Dann haben wir wirklich jetzt die ersten Tage im Trainingslager hart trainiert. Und demzufolge waren auch die Beine etwas schwer und auch der Kopf müde. Und ja, ich war insgesamt mit der Leistung zufrieden. Was mich ein bisschen gestört hat, waren die zwei Gegentore, ja, weil wir das uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, dass wir einfache Gegentore vermeiden. Heute haben wir wieder eins kassiert, der Marke völlig vermeidbar. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich nichts mehr zugelassen, haben die eine oder andere Chance gehabt. Insgesamt muss man sagen, es haben sich alle gut bewegt, wir sind alle gut durchgekommen, es sind keine Verletzten entstanden und von dem her war das ein gelungener Test. Jetzt ist fast Halbzeit im Trainingslager. Was ist so dein Zwischenfazit wie von den letzten Tagen? Wie haben die Jungs mitgemacht? Ich habe das Schluss nicht mehr verstanden. Wieso dein Zwischenfazit ist, wie haben die Jungs mitgezogen? Ja, top. Also wir haben richtig gute Bedingungen. Die Jungs haben sich was vorgenommen für die Rückrunde. Das spürt man in jeder Einheit. Die ziehen voll mit. Wie gesagt, wir haben auch richtig hart trainiert. Und ja, jetzt geht es daran, ja, gewisse Inhalte reinzukriegen. Das war heute mal ein Test, wo wir einiges ausprobiert haben. Folgen ja noch weitere Spiele, auch noch eins im Trainingslager. Wichtig ist auch, dass wir nicht überpacen, muskulär da die Jungs, dass die da gut durchkommen. Ja, wir brauchen keine Verletzten. Und man sieht schon jetzt, der Konkurrenzkampf ist hoch. Ja, wir haben alle Positionen doppelt besetzt, aber das ist, glaube ich, in unserer Situation nur förderlich, ja, dass wir uns da anstacheln, um Bestleistungen abliefern zu können. Jetzt sind wir heute am letzten Tag nochmal auf dem Transfermarkt tätig geworden mit Daniel Sontuschans. Gerne nochmal ein paar Worte zu ihm. Warum wolltet ihr ihn haben? Ja, ich kenne ihn nur unter Dada, seit meiner Bayernzeit, seit der U16, da hatte ich ihn und war damals schon ein sehr, sehr vielversprechendes Talent. Ja, wie so im Fußball manchmal die Wege sind, läuft so eine Karriere anders. Ja, der Dada ist jetzt halt über Umwege, Freiburg 2 und Lettland bei uns jetzt gelandet. Ja, der Moment war da und vielleicht dieser kleine Moment war da, um ihn zu bekommen, weil er für mich einfach ein hochspannender Spieler ist. Ja, er ist 23, glaube ich, kann beide Außenbahnen begleiten und bringt noch halt eine Komponente mit, ja, was Kreativität und 1-gegen-1 Duelle geht. Da hat er einfach unglaubliche Sachen drauf. Für ihn geht es jetzt einfach endgültig im Herrenbereich anzukommen. Ja, seine Karriere hatte so ein bisschen einen Knick und ich hoffe, dass er bei uns diesen Knick überwindet, dass wir ihm dabei helfen und dass er somit auch uns hilft, unsere Ziele zu verwirklichen. Dankeschön. Bitte.